So, hallo und herzlich willkommen zu Heu 4 mit Österreich-Ungarn und mit, ja. Okay, hä? Nochmal ganz kurz. Es hat scheinbar nichts wirklich getriggert. Ich hätte jetzt gedacht, die gute Wehrmacht hätte hier Kriegsgründe gegen mich, aber hat sie nicht. Genau, letzte Folge hatten wir eigentlich damit aufgehört, dass die Wehrmacht hier Sudetenland gefordert hat und ich habe abgelehnt. Hab's ja noch, sieht man ja, relativ eindeutig. Und ich war der Meinung, dass die dadurch einen Kriegsgrund gegen mich bekommen. Sind auch Truppen aufgefahren. Wie blöde. Das hier scheint, also das mit Siebenbürgen, das scheint Bug zu sein, ne? Also es ist mir jetzt schon ein paar Mal. Es ist aufgeflasht. Und ich habe keine Ahnung wieso. Ja, cool. Gut. Friedliche Läuft. Koexistenz mit der Wehrmacht. Das ist doch super. Das ist ja traumhaft. So, Panzertruppen. Panzertruppen sind schwarz. So, das haben wir. Das heißt, wir können ja noch ein bisschen in Koexistenz vor uns hinwursteln und müssen noch nicht in ewigen Jagdgründe eingehen. Das ist ja schon mal was. Kann man sich daran gewöhnen, nicht zu sterben in dem Spiel? Dann können wir fast unseres weiter planen. Ne? Also wir haben ja hier noch so ein bisschen ein paar Forderungen. Slowenien, Dalmatien, das müsste doch alles hier. Slowenien, Dalmatien, das ist dann ein Kriegsgrund gegen die Kollegin. Werden wir doch mal tun, dann marschieren wir doch mal an die Küste. Österreich-Ungarn. Anspruch Memelland, können Sie gern haben, da habe ich jetzt überhaupt nichts dagegen. Venetien wird ein bisschen schwieriger, weil dann könnten wir wieder in den Krieg mit Italien und damit mit in den Krieg mit Deutschland laufen. Beansprucht Bukowina, das wird dann wahrscheinlich hier unten irgendwo sein, oder? Wo ist denn Bukowina? Ah, nee, habe ich schon. Okay, der Drops ist gelutscht. Ja, das hätte jetzt dann doch schon schlechter laufen können. So, Galizien ist Polen. Polen will ich nicht. Zumindest noch nicht. Dann nehmen wir doch mal den Marsch an die Küste. Dazu. Nochmal ganz kurz, kein Kriegsgrund, jawohl. Dazu kriegt ihr, macht den defensiven Part. Und ihr macht mehr den offensiven Part. So, defensiv bedeutet nicht, dass ihr da rumsteht und nichts macht. So, und ihr führt den Angriffsplan Sarajevo Belgrad auf. Jawohl, und die Panzer. So, was ist denn gutes Panzergebiet hier? Hier, ne? Das ist die Ebene, Ebene, Ebene. Hier ist ein bisschen hügelig. Zwei Flüsse. Panzer kommen hier hin und stoßen nach Belgrad vor. Ah, hier haben wir nochmal Infanterie. Sehr gut. Die Hälfte der Infanterie geht hier mit dazu. Und schiebt dahin. Die andere Hälfte gibt eine neue Armee. In einer anderen Farbe. Grün ist gut. So, wir haben einen Haufen Infanteriewaffen. Das ist schon mal gut. Panzer, da hapert es ein bisschen. Bedeutet, wir brauchen aber auch noch Stahl. Den holen wir uns jetzt von den netten Briten. Okay. Achso, ich habe nicht genug Konvois. Dann doch nicht von den Briten. Dann hier, weil haben wir Landverbindung. Okay, das ist schon mal ein ganz guter Hinweis. Habe ich? Ich habe doch mittlerweile auch Marine, oder? Genau, ich habe Marinewerfen. Sollte ich vielleicht auch endlich mal Konvois bauen? So mit allem, was geht. Das habe ich vergessen. Da haben wir noch ein bisschen was. Und dann haben wir noch da noch eins. Okay, das sieht gut aus. Dann sind wir hier wieder auf einem guten Weg. Ja,
Das bauen wir auf jeden Fall noch mal aus. Ich traue dem Braten nicht. So, dann haben wir noch eine Fabrik übrig. Die investieren wir darin. Wenn ich jetzt hier nämlich hingehe und gepanzerte leichte aus 36 Stück, 72, 144, momentan haben wir 100, jawohl, dann kriegen die Panzer, die da sind, kann ich auf jeden Fall schon mal ausbauen. Das würde einen immensen Buff, fast verdoppelt, zwei Einheiten verdoppeln das fast, ne? Harter Angriff, das ist okay, das Verteidigung ist okay. Orgel geht halt weiter runter. Ja, da müssen wir mal gucken, ob wir irgendwann mal motorisierte dazusetzen oder eben nicht. Bin jetzt nicht unbedingt der Fan davon, unbedingt motorisierte Einheiten mit reinzupacken. Den nehmen wir auf jeden Fall. Dann doch lieber in die Richtung gepackt. Okay, es gibt keine Garantien. Das hält nach wie vor. Hier gibt es keinen Kriegsgrund. Das ist sehr, sehr pazifistisch. Gehen wir davon aus, dass die Deutschen, nicht Angriffspakt. Ich denke mal, dass sie danach irgendwo hier Richtung Danzig oder Krieg gehen werden. Ostgebiete hatten sie ja schon. Ne, Raketentechnik gehen sie. Okay. Die Spiele ist echt, echt slow, die Jungs. So, jetzt haben wir erstmal den hier. Ach, das wollten wir noch machen. Was war das jetzt? Es waren nur Ansprüche. Verdammte Axt. Kein Kriegsgrund. Ah, wieder nicht drauf aufgepasst. Und ich kann kein Kriegsziel rechtfertigen. Und alles scheiße. Ah. Mann. Verdammt, Galizien verhält Anspruch. Also Ansprüche, das hilft uns dann natürlich auch nicht weiter. Gut, okay, dann weiter geht's im Text. Und kriegt da unten, wenn wir trotzdem irgendwann führen, spätestens Frankreich echt den Kommunismus, damit komplett demokratisch. Hier gibt's nur Beziehungen, keine Garantien. Du bist nicht garantiert, du bist nicht mehr garantiert, du bist nicht mehr garantiert. Okay. Dann gehen wir da ein bisschen in Technologien rein. Deutsche Sowjetunion nicht angepackt. Ja, ich gehe mal hier ein bisschen Beziehung verbessern. Gucken, was wir da hinkriegen. Kann zumindest nicht schaden. Zumal wir dann wahrscheinlich hier auch ganz. Panzer 1, Panzer 2, Panzer 2, Marder. Panzer 3, genau, hier geht es schon in Richtung mittlere Panzer. Panzer 3 sind schon in Produktion. Mittlere Artillerie, mittlere Jagdpanzer, da ist alles mit dabei in dem Fall. Wie habe ich so viel Militärfabriken? Ist ja echt geil mittlerweile. Gut, aber damit können wir ganz gut leben. Ich werde. Ich kann keine Garantien aussprechen. Ich kann keine Garantien, aber gut, ich bin halt auch demokratisch. Beziehungsweise neutral. Faschist ist relativ gering. Okay, da wird ich auch so schnell nichts tun. Ich bin bei begrenzt. Das ist ja recht annehmbar. Können wir irgendwann noch auf Umfang erreichen. Da haben wir also noch Luft nach oben. Ja, eigentlich alles soweit ganz okay gerade. Ja, dann machen wir es mal anders. Okay. Wenn ich hier nur Ansprüche habe, dann. Hahaha, genau, da war was. Wir haben ja einen neuen Nachbarn bekommen. Der neue Nachbar ist, glaube ich, nicht unbedingt der freundlichste. Wir haben einen Fluss, sehr gut. Dann können wir hier relativ gut verteidigen. Ups, zu schnell weggeklickt. Wir haben unser neues Forschungsteam. Wir können. Einmal Industrie extra nehmen. Okay.
So, oh, Panzerkonstrukteur wird man nehmen. Das ist eigentlich eine ganz gute Idee. Verzögern. Hier auf jeden Fall weitergehen. Für mich eine der wichtigsten Technologien, einfach, dass ich gute Karten bekomme, denen ich arbeiten kann. Achso, hatte ich nur 12? Wollte ich nicht 24 bauen? Das mit zählen, das bedeutet, ich brauche 18 Stück. 18 Stück dahin. Sehr gut. Einmal. Nehmen wir mal auf jeden Fall 2 Stück von. So. Veraltete Ausrüstung. Dann können wir die neue Infanterieausrüstung gerne bauen. Dann holen wir uns mal noch eins von Frankreich. So, meine Beliebtheit sieht so naja aus. Gut, ich habe halt. Ja, genau, ich habe beanspruchte Gebiete der Russen. So, jetzt kommt man mal langsam mit motorisierten Truppen hinterher. Ja, genau, hier sieht man schon, das sieht gar nicht mal so nett aus. Die haben ja auch nur, was? Um die 220 Truppen, nicht zugewiesene Divisionen, sehr gut. Na, du kommst dahin. Wow. So, Italien und Deutschland haben viele Interessenskonflikte, insbesondere in Österreich und auf dem Balkan. Dennoch nähern sich beide Länder außenpolitisch immer näher aneinander an und haben nun Verhandlungen über einen Pakt aufgenommen, der gemeinsame Interessen schützen soll. Sollten diese Verhandlungen erfolgreich sein, würde ein Bündnis entstehen, das in Mittel- und Osteuropa großen Einfluss besäße. Polen weiß Deutschland. Ja, die Lage ist ernst. Willkommen im Zweiten Weltkrieg. So, will irgendjemand. Mir will keiner Krieg, das ist schon mal gut. Hier brauche ich 50, aber dann können die Briten auch. Wow. Okay. Boah. Okay, ich krieg bei beiden ein Forschungsinstitut, das ist okay. Wo gehen wir denn hin? Das brauchen wir nicht. Bringt uns nichts. Bringt uns auch nichts. Okay, hier geht es mit Infanteriewaffen, Panzer, Boton, motorisiert weiter. Das ist ganz interessant. Fallschirmjägerbataillon ausbilden. Seekampf brauchen wir nicht. Das können wir vergessen. Also, wenn ich von Anfang an da mitstinken kann, der wird da nie Chancen bekommen. So, Italien. Sind im Bündnis, das heißt, hier gibt es nur aufs Maul. Das ist zu. Dann gehen wir doch mal auf die Waffenindustrie hier. What? Die Briten helfen nicht. Ja, leck mich doch am Arsch. Die lassen ja eiskalt draufgehen. Lassen Sie drauf gehen. Ich träume doch. Deutscher Druck auf Benelux. Jetzt aber, hopp. Bitte, 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 bitte. Ja, jetzt müssten Sie. Jetzt ist der Zweite Weltkrieg losgetreten. So. Mag denn irgendjemand in meinem Bündnis? Unterschiedliche Ideologien. Okay, das hätte ich mir fast gedacht. Ihr wollt mich auch nicht in meinem Bündnis haben. Ach so, unterschiedliche Ideologien, okay. Ich weiß, es ist ein bisschen defensiv, ne? Aber ich. Weil im Prinzip kann ich mir hier komplett Bunker hochziehen. Weil sonst gibt es hier auf die Nuss. So, Polen sind jetzt auch bei den Alliierten. Sehr gut. Niederlande. Toll. Fall von Nanjing. Eine bedeutende Entwicklung. Wunderbar. Dass die nicht gleich beigetreten sind, ey.
So, mal gespannt, was sie hier schaffen. Jetzt dürften immer den Port passen. Ich exportiere nach Deutschland, ist ja schon mal was. Sie mögen mich einigermaßen, das ist doch gut. Ich kann Kriegsziele rechtfertigen. Jetzt, jetzt macht alles 5%, nehmen wir alle. Gucken mal, ob garantiert wird oder nicht. So, was macht ihr? Infrastrukturbemühungen. Sehr gut. So, kann durchaus sein, dass alle beschäftigt sind und ich dadurch nicht garantiert werde, oder beziehungsweise Jugoslawien dadurch nicht garantiert wird. Das wäre so ziemlich der Optimalfall an der Stelle. Haben wir noch irgendjemand? Luftkampfausbildung. Ja, können wir dazu nehmen. Bringt zwar nicht viel, aber können wir dazu nehmen. Wir haben Panzer mit dazu bekommen. Sehr schön. Wann ging es denn los? 1940? 39, 18. November 39. Okay. So, 18. November 39. Okay, dann sind die auch soweit durch. So, die nächsten Waffen gehen hier rein. Jäger haben auch mehr als genug. Sehr schön. So, okay. Mal ganz kurz. Break. Habe ich irgendeinen Defensiven? Ne, habe ich nicht. Da kommt hier der Feldmarschall hin. Wir gehen darüber. Die Blauen vergessen, was sie hier zu tun haben. Kommen hier rüber. Und machen dann wieder den Cut Sarajevo Belgrad. So, gut. Dann Forschungsteam nehmen wir noch mit dazu. Dann können wir hier was falsch machen. So, wir haben noch mal eins. Hier würde ich halt Unmengen sparen, ne? So ungefähr das, was ich normalerweise dafür ausgeben würde. Wie lange dauert das noch? Das dauert nur 8 Tage. Okay, die 8 Tage nehmen wir noch mit und dann nehmen wir nämlich das hier. So, und hierfür nehmen wir dann. Was nehmen wir hierfür? Die bleiben, die bleiben. Wenn, dann gehen wir auf die hier als nächstes. Artillerie können wir mal erneuern. Macht mal, dann hast du eine jugoslawische Souveränität. Machen hier mal noch 12 Stück dazu, setzen die Nazi ein. Einmal und die kommen dann da hoch. Dann hätten wir die Russlandfront halbwegs safe. Ja, was haben wir da jetzt für Bunkeranlagen? Ihre Bunkeranlagen. Okay, dann machen wir mal 5er Bunkeranlagen draus. Wie viel habe ich denn momentan? Na, komm mal eins hoch. Du ganz hoch. Du eins höher. So, jetzt passt. Die sollten relativ schnell fertig sein. So, wichtig ist, dass es hier eben keine Garantien gibt. Wenn es hier Garantien gibt, habe ich ein echtes Problem. Boah, scheiße. Durch die Maschinenlinie durchgebrochen. Damit haben die so ziemlich ihr Leben verwirkt. So, was haben wir denn hier noch? Zwischenkriegsbombe haben wir noch. Luftnahunterstützung haben wir noch. Da wollen wir mal auf 100 gehen. Da müsste ich da eigentlich noch relativ moderne Jäger haben, oder? Ah, das sind sie doch. Hier machen wir 250. Und alle gehen darüber und alle machen dasselbe. Zack, 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 zack. Genau. So, jetzt müssen wir hier ein paar Flugzeuge haben. Sehr schön, was fehlt mir? Luftnahunterstützung. Oh, ich produziere gar keine Luftnahunterstützung. Das, obwohl ich eigentlich ganz gute produzieren könnte. Achso.
So macht das Sinn. Perfekt, dann haben wir die Jungs noch dabei. Das ist nicht so wichtig. Jäger sind auch nicht so wichtig. Luftüberlegenheitsdoktrin. So, ich fürchte, es gibt fast wieder eine Folge ohne Krieg. Also, zumindest für mich. Ne, Frankreich wird hier komplett gefressen. Ich weiß auch nicht, warum die scheiß Italiener hier nicht halten können. Das würde ich nie verstehen. So, Luftfahrtindustrie haben wir. Militärfabriken nehmen wir gerne mit dazu. Forschung. Gehen wir den Weg. Ein bisschen mehr Baugeschwindigkeit hilft immer. Und dann geht's los am 28.06. Ja, dann machen wir hier einen ganz kurzen Break und sehen uns dann in der nächsten Folge mit einem Krieg wieder. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.